Ja, die Griffe Pinguine haben heute ihr letztes Turnierspiel in Olten bestritten gegen den Gastgeber EHC Olten und dabei einen standesgemäßen 7:3 Erfolg gelandet. Erfreulich war das Debüt unseres Torwarts Justin Schröers, der insgesamt eine ordentliche Leistung geboten hat. Auch der junge Louis Spitzner von Duisburg hat heute in der Reihe mit Vassilias und Collins eine gute Partie abgeliefert, und erfreulich war vor allen Dingen der Einsatz von Lukas Koziol in der ersten Reihe als Ersatz für Marcel Müller, dem gleich 2 Tore gelangen und der am Ende des Spiels als Man of the Match, als bester Krefelder Spieler geehrt wurde. Ja, insgesamt war es ein versöhnlicher Abschluss dieses Turniers. Daniel Pieter ist am Ende als bester Stürmer der Krefelder des gesamten Turniers geehrt worden und Kapitän Herbert Vassiljev hat dann zum Schluss noch den Pokal für Platz 5 entgegengenommen. Anschließend machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Hause und wird jetzt sich nach 2 freien Tagen vorbereiten auf das Turnier am kommenden Wochenende in Bremerhaven.